Hallo liebe Zwillinge, schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche und finanzielle Situation uns anschauen für Juni 2024. Ich muss auch sagen, hier, ihr seid meine Geburtstagskinder. Wählt also ein paar von euch oder auch viele von euch haben wahrscheinlich Geburtstag an dem Tag, wo das Video rauskommt. Kann aber auch gut sein, du wirst später haben, je nachdem. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Liebe Zwillinge, wiederholt sich ständig dieses Liebe. Es ist schön, weil die Sonne tretet in deinem Sternzeichen, ja. Das bedeutet auch für dich, dass du die Samen siehst, die du gelegt hast. Und wenn du sie noch nicht siehst, ja, kann ja gut sein, dass du irgendwo stehen geblieben bist, dass du dich fokussiert hast. Was fehlt noch? Was sollte ich noch tun? Ja, das ist ja nicht für jeden gleich, weil, liebe Zwilling, jetzt kommt dieses weil du auch einen Aszendent hast, einen Mond, einen Venus, der auch eine große Rolle spielt. Du hast ja nicht nur diesen Sonnensternzeichen, sondern du wirst auch von anderen Energien beeinflusst. Und vor allem, Leute, das sage ich jedes Mal, der Aszendent ist sehr wichtig, ja. Hört ihn euch an, schaut, was will mein Aszendent mir sagen. Wenn du jetzt sagst, Katja, ich bin aber Zwillinge, das ist identisch, also das ist gleich, dann ist es ja nochmal so ein Input auf uns, ja, weil ich ja auch selber sage, Löwe, Löwe, das ist aber noch diese Verstärkung, ja, das ist nochmal diese bei dir, dass dieses Input, okay, ich sollte mich jetzt konzentrieren auf die Sache, weil ich weiß, dass ich auf diese Sache siegen werde, dass das für mich das Richtige ist, ja, nach dem, was du machst, liebe Zwillinge, das ist klar, nicht für jeden ist es gleich. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich starte hier mit diesen wunderbaren Orakelkarten, die extra gedacht sind für deine berufliche und finanzielle Situation. Hier hat sich schon was gedreht. Und zwar das Baum des Geldes. Wow! Enjoy your... Feiere deinen Reichtum. Wo kommt der Reichtum? Ich muss mich auch immer freuen. Woher kommt, guck mal, ich kriege Gänsehaut pur. Woher kommt dieses Reichtum? Letztens habe ich mir jetzt ein Buch bestellt. Das ist ein Lieblingsautor von mir, der spricht über das Geld. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie irgendwie ein Buch gehabt, wo über das Geld gesprochen wird. Das ist nicht so mein Ding, aber wenn er das schreibt, weil er sagt, das Geld, also das Reichtum, der wahre Reichtum, damit du verstehst, weil wir sind konditioniert. Wir denken immer, die Menschen, die reich sind, sind gleich böse. Die Menschen, die Geld haben, die sind egoistisch. Das ist aber nicht so, ne? Geld zu haben, das ist eine Form Energie. Es kommt immer drauf an, wie gehst du mit diesem Geld um? Und da sagt jetzt deine Karte, das ist wunderschön. Du hast ja Geburtstag, du darfst dir hier etwas wünschen. Du zündest quasi die Kerzen aus und deine Wünsche werden wahr. Was sind das für Wünsche? Das kommt immer drauf, ne? An. Sind es wahre Wünsche? Sind es die Wünsche von der Persönlichkeit? Ist es nur ein Wunsch, der kurzfristig anhält? Oder ist es ein Wunsch auch mit, dass du sagst, die anderen sind dafür beteiligt oder die anderen werden dazu beteiligt? Ist es mein Seelenwunsch, ja? Weil da muss man immer vorsichtig sein. Aber das, was du dir von lange, also lange Zeit gewünscht hast, erfüllt sich, ja? Hier kommt ein Wunsch in Erfüllung. Natürlicherweise ist das Geld immer nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht das Geld. Das Geld, ey, Vehikel. Das ist, wie du sagst, das Auto, wo mich dahin fährt. Wenn ich das Geld nicht habe, um diesen Projekt zu starten, wie soll ich das denn starten? Also wichtig ist nicht das Geld, sondern das Ziel, was du hast, was du erreichen willst. Und du wirst es hier erreichen. Du sollst hier dein Reichtum dir gönnen. Du sollst Spaß haben. Du sollst wirklich sagen, guck mal, was ich erreicht habe. Das kann nicht jeder sagen oder das will auch nicht jeder sagen. Die Menschen sind fast, ich sage fast, weil meistens ist es so, man hört das immer wieder, zu 80% unzufrieden mit sich selbst. Oh mein Gott, was mache ich denn für ein Leben? Was mache ich denn für einen scheiß Job? Ich bin mit dem falschen Partner zusammen. Wir beschweren uns die ganze Zeit, liebe Zwillinge. Das ist normal, ja. Das mache ich auch ab und zu und sage, oh mein Gott, wieso diese Situation gerade jetzt? Aber weißt du, es ist normal, dass man sich beschwert. Man hat einen Körper, man hat Emotionen, man hat einen Verstand, aber bitte dann wieder zurückkehren in die Zentrierung und sagen, okay, diese Situation ist gekommen, weil ich was lernen sollte, weil ich die Schönheit erkenne von der Situation, ja? Es ist immer wichtig, dass wir auch die Schönheit erkennen, ja, was darin uns gelernt wird von der Situation, auch wenn sie scheiße ist. Ich weiß, liebe Zwillinge, viele wollen das nicht hören, aber so ist es, wenn man an sich arbeitet, ja? Okay, schauen wir mal, was uns die Antworten sagen. Liebe Zwillinge, deine Energie ist sehr wachsam. Man merkt, dass du reden willst, ja? Warte mal. Es wird
dir gut tun. Es wird dir gut tun. Ich weiß ja nicht, was es ist. Also ich denke mir jetzt schon, was ich als Frage gehabt habe in mir drin. Ja, das stimmt. Ich habe bald einen Reiki-Kurs, den 2. Grad, und ich freue mich. Und ich weiß, dass es mir gut tun wird. Das ist die Antwort. Natürlicherweise, du setzt das um, liebe Zwillinge, weil wir Seber auch etwas fragen in den Karten. Gerade eben habe ich an das gedacht, wo ich bei dir diese wunderschöne Karte gesehen habe, weil ich ja weiß, dass jeder Aspekt von uns irgendwo auch geteilt wird mit den anderen. Wir verwirklichen hier etwas, aber wir teilen das auch mit den anderen. Also wir sind miteinander verbunden. Wenn du etwas Schönes machst, wenn du ein Projekt hast und sagst, hey, guck mal, das möchte ich jetzt tun, das möchte ich jetzt vortragen, und das beinhaltet auch andere Menschen. Wunderschön, ja, mach weiter so. Das wird dir gut tun. Das tut auch gut den Menschen, die um dich sind wahrscheinlich, ja. Also das ist die Antwort, die du hier bekommst, falls du sie umsetzen kannst, ja. Okay, machen wir weiter mit den alternativen Tarotkarten. Die dürfen gar nicht fehlen. Ich sag doch, du, liebe Zwillinge, du bist sehr wachsam heute. Also die Energie von dir, du willst reden. Wir drehen sie bitte um. Ich drehe sie immer um. Parola, arte, conversazione, also man sieht schon hier das Reden, die Kommunikation ist hier wichtig mit den anderen. Hier geht es auch um das Geld, dass hier Geld reinfließt. Also ich sage mal so, sobald du Mund öffnest, ich weiß ja nicht, was du tust, liebe Zwillinge, fließt hier Geld rein. Ich kriege Gänsehaut. Hast du irgendwo einen Job, in dem du sagst, ich bin ein Netzwerker? Oder du bist jemand, der gerade etwas anfängt. Beruflich mäßig, du investierst irgendwo und das kann sich verwirklichen. Das ist für dich ein Input. È una professione, das ist eine Mansion, die wichtig ist. Das ist mit Gold verbunden, sagt hier diese Karte. Also, das ist eine andere Karte, wie du jetzt das normal denkst von den Page der Münzen. Ja, es ist natürlicherweise eine positive Karte in der Hinsicht, dass du etwas aufbaust, aber diese Karte sagt, das hat mit dem Job zu tun, den du machst. Ist es ein Hobby? Ich weiß es ja nicht, ja. Und quella professione, diese Mansion bringt dir Kohle, bringt dir Geld. Das ist für dich Gold, aber nicht nur Gold, weil du sagst Geld, 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 Katja, ne? Das ist klar. Es kommt darauf an, wie mache ich das? Freue ich mich? Ist es eine Mansion, die ich liebe? Ist es etwas, was mir Spaß macht? Ich helfe andere Menschen, verstehst du? Also hier ist wirklich eine tolle Mansion, die du bewältigst, aber du sprichst auch sehr viel. Das kann ja auch gut sein, du machst Mundpropaganda. Also du empfehlst das weiter oder man empfiehlt dich durch Mundpropaganda weiter. Leute, du bist voll in deinem Geschäft. Warst du schon mal in diesem Geschäft oder bist du jemand, der mit Geld, also quasi mit dieser Situation. Du bist hier una donna di campagna. Du bist hier die Königin der Stäbe. Du bist diejenige, die alles erreicht. Du bist diejenige, die hier Ziele hat. Du bist nicht zu stoppen. Du bist nicht aufzuhalten. Vielleicht hast du auch irgendwo im Feuer deine andere Energie, ja? Ein Aszendent, Mond, Venus. Du sagst, hey, ich bin jemand, der tut. Ich bin jemand, der macht. Ich bin jemand, der sagt, wenn ich etwas erreiche, dann werde ich das tun. Mich wird keiner stoppen. Und das ist auch so. Du bist nicht aufzuhalten, liebe Zwillinge, für Juni. Klar, es gibt Menschen, die Pausen machen, die sagen, ich fahre im Urlaub, kann auch gut sein, du fährst irgendwo hin, du machst dir, aber ich sehe, dass du eher in deinem Geschäft bist, dass du eher in deiner Mansion bist. Du bist voll konzentriert auf das, was du erreichen willst und das ist vollkommen richtig so. Ich sehe, hier kommen Angebote, es kann ja auch gut sein, jemand bietet dir was an, eine Zusammenarbeit, eine Kollaboration. Du arbeitest hier, weil du in diesem Geschäft, weißt du, man kann dich auch fragen, weil du bist hier die Auserwählte, der Auserwählte, weil du dich gut auskennst. Es kann ja gut sein, dass du in diese Dienstleistung und ich weiß ja nicht, was du tust, ja. Aber es ist wie wenn du nachgefragt bist, wie wenn man jetzt etwas bestellt und du sagst, oh mein Gott, ich habe aber nicht so viel im Vorrat, also muss ich nachbestellen. Aber ich weiß, dass es klappt. Ich weiß, dass ich gut bin im Verkauf. Egal was es ist, vielleicht bist du nur ein Netzwerker und du verkaufst deine diese Situation im Internet, aber du bist ausverkauft. Also ich habe das Gefühl, du wirst hier ausverkauft sein. Was du machst, bringt dir Glück. Und das ist nur nicht das Input Geld, Geld, Geld. Versteht ihr das? Das ist ja das, was ich jetzt gerade auch gesagt habe mit diesem Buch. Das Buch zeigt dir, dass es eine andere Methode gibt, wie du das Geld sehen kannst. Wie wirklich Geld Energie ist und dass wir quasi konditioniert werden über das Geld. Das Geld haben nur die Reichen. Du musst im Mittelstand sein. Die reichen Menschen werden immer reicher.
das ist ja so, ne? Irgendwo bist du immer der Letzte oder die Letzte. Und wir selber sollten ja auch irgendwo unterstützen. Wir selber unterstützen das auch, ne? Also es ist immer wichtig, dass du dir bewusst wirst, in deinem Kleinen unterstützt du alles. Auch wenn du jetzt sagst, guck mal, ich bin ein kleines Geschäft und ich unterstütze andere Geschäfte mit das, was ich mache. Oder ich tue etwas, ich bewege mich, ich bin eine sehr zielstrebige Frau. Also hier hast du mit einer Dame zu tun. Das ist klar, wenn du jetzt ein Mann bist, setzt du es um. Du kannst genauso die Königin der Stäbe sein, dass du erreichst die Dinge, du willst sie erreichen, du strengst dich an, das, was dir gehört, gehört dir, ja. Aber es kann ja auch gut sein, du wirst hier eine Hilfe bekommen von dieser Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe ist sozusagen ein Anhaltspunkt, ja, kann dir weiterhelfen, ist jemand, wo dir die Idee gibt, ja, oder irgendwie dir weiterhelfen kann in deiner Situation, ja, würde ich hier sagen. Es kommt immer drauf an. Liebe Zwillinge, das war deine Legung. Ja, ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein. Das ist eine wunderschöne Legung. Gerade passt das gut zu deinem Geburtstagskinder natürlicherweise, die schon Geburtstag haben. Diejenigen, die noch haben werden, das ist klar. Ich sage jetzt hier nicht alles Gute, weil das bei uns ja nicht so toll ist, wenn man das vorher wünscht, ja. Aber ich sage dir nur wirklich, liebe Zwillinge, gönn dir diesen Tag, verbringe es mit Menschen, die du liebst, verbringe es mit Menschen, die dich glücklich machen. Du kannst es auch alleine verbringen und immerhin bist du nicht alleine. Also wir denken, allein zu sein, aber wir sind das niemals, ja. Vergiss das nicht. Okay, liebe Zwillinge, ja, das war deine Legung. Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein, ja. Falls du noch nicht diesen Kanal abonniert hast, lege ich es dir am Herzen, ja. Ich freue mich über ein Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, mach's gut. Ciao!